Hey ho, meine lieben Projekt Krillkota. Heute haben wir, glaube ich, den 5. Freitag und ich bin gerade mal auf dem Weg in die Krillkota. Heute tun wir ja grillen. Und ihr werdet es bestimmt schon gemerkt haben, heute in 4K wieder mal. Gut. Ich bin nämlich noch am Überlegen, wie ich das mit dem Göckelchen da am besten mache hier drin. Oh Mann. Ja. Gerade eben wächst Tropfschale und so. Das bräuchte ich bloß. Jetzt habe ich aber nichts mehr da zum Kohle wegschieben. Mensch, ich wollte mir jetzt die Finger nicht dreckig machen. Egal. Also es ist ja sozusagen alles neu hier. Also müssen wir erst einmal experimentieren. Ich würde jetzt mal sagen, entweder nehme ich so ein Ding zum Einhängen und stelle da dann die Tropfschale drauf. Oder ich stelle sie da unten rein. Nee, ich glaube, ich brauche mal so ein Teil zum Einhängen. Muss ich bloß gucken, welches. Moment, bin gleich wieder da. Später werde ich natürlich Stativ hier mit reinstellen. Jetzt gucken wir mal. Das Ding hier einhängen. Ah, da sind wir zu weit herüben. Das funktioniert auch nicht ganz, wie ich das gedacht hätte. Ah, nee. Oh, Menno. Irgendwas überlege ich mir jetzt noch. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt. Mir fehlt hier noch der XXL-Rost obendrauf. Dann wäre das alles schon wieder gar kein Problem. Muss ich mal nachfragen, wo das Zeug bleibt. Jo. Also ich denke mir jetzt auf alle Fälle noch, ja, was aus. So Leute, die Lösung ist gefunden. Zum einen habe ich jetzt sowieso mal die ganze Spießgeschichte etwas tiefer gehängt. Und ich habe noch so eine Weber-Aluschale gehabt. Die habe ich dementsprechend ein bisschen zusammengebogen und unten neigewuchtet. Ja, und im hinteren Bereich werden wir dann unser Feuerchen machen. Also heute wird auch zusätzlich noch mit Holz befeuert. Mit welchen? Zeige ich euch jetzt dann gleich. Tja Leute, ich nehme Namwood. Schauen wir jetzt mal, wie groß die sind oder ob ich die noch etwas klein kloppen muss. Wir wollen ja da drin kein Höllenfeuer entfachen. Oh ja, da sind ein paar schöne Stückchen dabei, wo wir heute verwenden können. Tja, Namwood. Leck. Das Zeug hat wirklich ein Gewicht. Ja, vielleicht stapel ich das auch direkt unten rein. Oder stelle ich den Karton unten rein. Schauen wir mal. Auf alle Fälle. Komm, wir nehmen hier jetzt mal die drei Yoshis mit. Und die legen wir gleich unten rein. Oh, da habe ich noch was zum Lesen zum Mitnehmen. Ja. Und dann kann ich nämlich gleich den Drehspieß mit reinnehmen. Und dann können wir anfangen. Hui, wir haben ein bisschen Namwood. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, Leute. Dann starten wir mal den Anzündevorgang. An das ganze Zeug hier muss ich mich sowieso erstmal gewöhnen. Ich tue unten wieder Anzünderle rein. Brennen und die brennen ziemlich weit vorne. Müssen wir ein bisschen weiter nach hinten. Zappalot. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Jo, jetzt brennen sie da, wo sie sollen.
zur Unterstützung des schnelleren Anzündens ein bisschen normale Holzkohle. Und dann wieder handelsübliche Briketts drauf. Und so feuern wir jetzt den Grill ganz gemütlich an. Und dann, wenn es richtig schön glüht, wir eine schöne Glut haben, habe ich eigentlich schon gesagt, dass wir heute Hähnchen machen? Ich glaube nicht. Ja, und dann, wenn es ordentlich glüht, können wir dann unsere Hähnchen draufhauen. Und ja, so ein Prügel von Namwut dazu. Und das ganze Feuer anfeuern lassen. In der Zwischenzeit gehen wir ganz einfach vor und spießen unsere Hähnchen auf. Ich hoffe, ihr seid da jetzt gleich nicht ganz so enttäuscht. Ja, ich habe was getan, aber das zeige ich euch gleich und sage euch warum. Also Leute, was habe ich so Schlimmes getan? Ich hätte jetzt die Grillhähnchen hier jetzt fertig aufspießen können und euch nachher sagen können, gewürzt mit Paprikaölmischung etc. pp. Aber nein, ich bring's einfach nicht fertig, so an Schmand zu verzapfen. Schau mal da runter. Ich habe es tatsächlich gewagt, zwei fertige vormarinierte Grillhähnchen zu kaufen. Tja, Leute, warum? Wächster Zeit. Und außerdem haben die so gut ausgesehen, ich konnte nicht widerstehen. Deswegen habe ich die einfach mal mitgenommen. Hätte ich nicht gemacht, hätte es ein anderer gemacht. Aber so kommen sie jetzt noch in den Genuss einer Grillkota. So. Die schauen wir jetzt erstmal aufspießen. Wenn ich den erwischt, der mir hier meine Zange hier hinten geklaut hat, den drehe ich auch noch einen Hals um. Blutige Hennerkäppe. Nochmal. Naja, das wird schon gehen. So. Ich glaube, ich hole. Ja, ich schnappe mal nachher draußen doch noch eine Zange und ziehe die ganzen Dinger ein bisschen nach und muss gucken, wo meine Kombizange ist, wo immer hier hinten war. Weil das geht noch wirklich auf den Senkel. So. Gut. Dann gehen wir wieder raus in die Grillkota. Oh, jetzt habe ich die Dinger doch nicht nachgezogen. Egal. Ich lege jetzt das oder stecke jetzt das Hähnchen drauf. Kohlen sind so weit angefeuert, doch gefeuert. Wollte man nicht andersrum drehen? Jawohl! Ah. Ja, funktioniert doch. Na, nehmen wir. Ist die Cam überhaupt an? Verdammt nochmal. Jawohl. Dann nehmen wir uns so ein schönes Namwurststöckchen und legen das auch mit drauf. So, und dann machen wir mal ein bisschen Fenster auf. Und lassen noch ein bisschen frische Luft rein. Ah, ja. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Erst einmal mein Tischli hier wieder einhängen. Und danach. Was mache ich danach? Erst einmal meinen Kaffee trinken, meinen zweiten allerdings nach der Arbeit. Ja, Freunde, in
diesem Video geht es ja jetzt hauptsächlich ums Grillen. Wie funktioniert es auf dem Grill mit Hähnchen? Das probieren wir eben heute aus. Und ob ich hier jetzt fertig marinierte Hähnchen habe oder die komplett selber mariniert habe, ich glaube, das spielt keine große Rolle. Absolut nicht. Wichtig ist, dass es am Schluss so schmeckt. Namwut brennt. Namwut brennt gut. Namwut riecht gut. Ja, ich glaube, das könnte schon was werden. Dauert halt alles jetzt eine Weile. Learning by doing. Ja, lassen wir jetzt erst einmal so und gucken, wie sich das Ganze entwickelt und das Ganze sich verhält hier. Oh, langsam kriegen die Hähnchen ein bisschen mehr Farbe. Ich habe noch ein bisschen Kohle dazugelegt. Und das nächste Namwut-Stückchen drauf. Wunderbar. Weiter grillen. Und ehrlich gesagt, auf die Uhrzeit habe ich natürlich mal wieder ganz und gar nicht geachtet. Absolut das Zeitgefühl verloren. Und Leute, ich kann es euch sagen, zu langsam werden sie auch braun. Und ich hoffe, dass dieses Mal die Hähnchen vielleicht doch einmal wieder knusprig werden. Oh, mir läuft Wasser im Mund zusammen, hey. So, Freunde, hier unten habe ich noch eine große Gemüsezwiebel mit reingeschmissen. Na, ob die durch wird, ich weiß es nicht. Wenn nicht mehr, dann Pech gehabt. Und wenn sie durch wird, lecker, lecker, lecker. Hui! Also es ist definitiv ein Unterschied, ob man jetzt so Hähnchen in der Weberkugel, im Gasgrill oder jetzt hier macht. Weil hier habe ich jetzt definitiv ja bloß die Wärme von einer Seite. Ja, und das merkt man ganz gewaltig. Aber das ist definitiv low and slow. Und gut schaut's aus. Was sagst du dazu? Super klasse, ich bin so. Irgendwie komme ich mir gerade verarscht vor. Kevin, will der mich ärgern? Wahrscheinlich. Naja, gut, also ist 2 Stunden sind die Dinger schon drauf, glaube ich, oder so. Aber ich werde jetzt dann mal Kerntemperatur messen und dann gucken wir mal, wie es ausschaut. So, Freunde, also im Prinzip sind sie ja fertig. Wir warten jetzt eigentlich bloß noch auf Pommes und Zubehör und dann kommen die Hähnchen runter vom Spieß. Ich sag's euch, das sieht lecker aus. Richtig lecker. So, jetzt habe ich die Namwut Holzklötzchen hier noch ein bisschen näher geschoben, dass wir es damit eventuell doch noch etwas aufknuspern. Und ja, ich glaube, das sollte noch gelingen. Und danach können es endlich runter und gegessen werden. So, Freunde, ich hoffe, das Licht ist jetzt gut zu filmen. Deswegen heute eben auch die 4K-Cam. Das ist jetzt der letzte ultimative Test. Wenn damit alles klappt mit dem Video, dann ist ja soweit alles gut. Wir haben gerade unsere Pommes bekommen. David, reiche mir ein Pommes. Ich muss warten, probieren. Das ist alles von dir. Mann, ich will ein Probierrolle. Das gibt's nicht. Bitte. Voller scheiß Mensch. So ein Penner, hey. So, Pommes gestohlen. Und das wird jetzt das Vorprobiererle und dann nehmen wir die Hähnchen runter, schneiden sie auf und dann wird gegessen. Ultimative Pommes-Test.
einwandfrei, wir können essen. So Leute, dann würde ich mal sagen, ist es soweit, dass wir unsere Hähnchen runternehmen. Ich lang das Zeug jetzt nicht so an. Hintergrundgeräusche, sage ich jetzt einmal, werden in der Grillquota ganz normal sein, dass sich die Leute nebenbei unterhalten. Daran kann man sich in den Videos gleich einmal gewöhnen. Ja, und ich spieß klein aus. Also die Hähnchen sind doch mal definitiv zart und immer noch brutal saftig. Na, du blöde Zange oder Schere. Das habe ich ja schneller gesehen, aber nicht von dir. Das ist ein riesen Scheiß mit der Zange. Mit der Schere. Weil die Blätter muss zu. Ich glaube, der David hat sich gerade vom Essen ausgeladen. Dann in deine Pommes dann gehen. Meine Mama lässt mich immer mit essen. Meine Mama! Schnapp ich mir mein halbes Hähnchen. Na, irgendwo hängt da noch was zusammen. So Freunde, so sieht jetzt das Hähnchen aus. Also ich denke mal, das ist richtig gelungen. Und jetzt probiere ich das doch gleich einmal. Schneid mal irgendwo ein Stück mehr weg. Und ab den Hals. Jetzt steht die Cam schief auf die Schnelle. Moment. Egal. Dazu natürlich Pommes. Geil. Wir lassen es uns jetzt schmecken und nachher gibt es noch ein Fazit. Was ist mit der Zwiebel? Nach der Zwiebel schaue ich jetzt. So Leute, dann noch das Fazit. Allgemein Fazit, Grillquota. Man kommt hier rein, es riecht nicht verraucht, gar nichts, es ist wunderbar. Der Abzug funktioniert, der Grill funktioniert wunderbar. Hähnchen ist super geworden. Man muss es natürlich erst einmal kennenlernen, diese Grillmöglichkeit so. Ja, Gesamtfazit Grillquota. Zusatzbeleuchtung passt. Wenn wir das Essen filmen, so jetzt muss ich sie nicht unbedingt anmachen, weil es ist doch sehr hell. Essen war sehr gut. Gut, noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn wir jetzt Hähnchen selber gemacht hätten und. Also selber gewürzt. Aber da wird mit Sicherheit mal wieder was kommen mit dem Hähnchen vom Nachbarn. Ja. Die Hähnchen kann man noch nicht ernten. Aber die Hähnchen werden bald soweit sein, dass wir sie ernten können. Ha, ha, ha. Ja, und dann machen wir natürlich Nachbarhähnchen hier drin. Hat natürlich jetzt so, wie wir es gemacht haben, doch relativ lange gedauert. 2,5, knapp 3 Stunden. Das ist natürlich eine Ansage, aber man hat es gemerkt, das Hähnchen sowas von zart. Also das war wirklich der absolute Hammer. Ja, und dann filme ich noch die zwei da drüben. Ach komm David, du futterst jetzt gerade so schönes Hähnchen. Nein. Nein, sagt er. Dann möchte ich aber jetzt was hören. Und laut genug für die Cam. Schmeckt sehr gut, voll saftig. Hallo David, verstehst David? Die haben gerade Namen getauscht. Super klasse, tipptopp. Also das ist der Kevin, der gerade von David gesprochen hat. Wenn wir noch ein klein bisschen weiter gehen, dann sehen wir doch noch einen David. Okay. Leute,
das war's mit diesem Grillkrota-Video. Wie gesagt, jetzt kommen dann erst einmal wieder ein paar Grillvideos. Hoffe ich doch zumindest. Aber vorher muss ich endlich mein Auto machen. In diesem Sinne, wir sehen uns dann. Und abonnieren, Glocke anklicken, dann werdet ihr auch gleich benachrichtigt, wenn es wieder ein neues Video gibt. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski.